Zurück. Mir ist da so das ein oder andere aufgefallen. Und zwar habe ich ja das letzte Mal die Spannungen gemessen und Stromaufnahme war auch da an dem Gerät hier. Der Trafo wurde nicht warm, jedoch hatte ich keinerlei Anzeige. Ist auch nicht verwunderlich, denn die Glimmlampe, die da drin verbaut ist, ist offensichtlich defekt. Deswegen, das habe ich ja auch eingeblendet beim letzten Video. Da habe ich also zumindest keine Einschaltkontrolle und auch keine Kontrolle, wenn ich in den Prüfsockel hier, in diese patentierte Prüfsockelfassung, eine Röhre einsetze, um die zu prüfen. Hätte ich keinerlei Anzeige gehabt. Daher bin ich hergegangen und hatte diese AZ1 mal eingesetzt, um die direkt zu prüfen. Die hätte ja eh nicht in diesen Prüfsockel gepasst. Da frage ich mich, welchen Sinn hat dann dieser Prüfsockel, wenn man diese Röhren nicht auf Schluss oder so prüfen kann? Oder habe ich da irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Und die brachte eine Anzeige und dann brach die Anzeige wieder ab und dann war wieder was. Dann sah sie wieder gut aus. Sie wurde nicht warm, aber dennoch hatte sie, wenn ich mich nicht irre, 18 Milliampere. Und ich glaube, das ist auch das, was sie hätte bringen sollen. Moment. AZ1, 4 Volt Heizspannung, 250 Volt, 18 Milliampere. Ja, das sah eigentlich gut aus. Und dann habe ich dazu keine Anzeige mehr bekommen. Im zweiten Anlauf war da nichts mehr. Deswegen habe ich gedacht, da ist irgendwo ein Wackelkontakt drin. Und jetzt kommt's. Was ist, wenn die einen Schluss hat? Und mir meine Anzeige geschossen hat. Ich weiß es noch nicht. Ja, das wäre entsetzlich. Ja, was ich übrigens ja auch gesagt hatte, ne, dass ich nach einer defekten Röhre in Anführungszeichen suche, die ich als, ja, die ich als Adapterstecker missbrauchen kann. Die hier ist jetzt zwar nicht so besonders geeignet dafür, aber tja, was soll man dazu sagen? Das ist ein Transportschaden. Na, ich weiß jetzt zwar nicht, ich habe jetzt nicht die Splitter zusammengesetzt, ein Teil war in der Lieferung in dem Karton drinne, an Glassplittern. Es kann natürlich sein, weil so verrostet, so lange liegt die noch nicht hier. Und so eine hohe Luftfeuchtigkeit habe ich dann auch nicht. Aber dieses Blech ist natürlich auch relativ empfindlich gegen oder empfänglich für Rost, würde ich sagen. Aber so lange liegt die halt tatsächlich noch nicht hier. Und ich habe jetzt halt hier auf der Rückseite ist nämlich auch noch so ein Loch. Ja, es kann zwar sein, dass sie schon vor dem Absenden defekt war. Ich weiß es nicht. Weil so viel Rost in der kurzen Zeit. Ja, schade drum. Schade drum. Wirklich schade. Weil es wäre sowieso ein Goodie gewesen. Und die war halt einfach dabei.
Aber das ist doof, wenn sowas kaputt geht, nur weil man das nicht anständig verpackt. Das ist echt ärgerlich. Vielleicht hätte sich jemand anderes darüber gefreut, der sie hätte gebrauchen können. Also ich werde daraus natürlich tatsächlich den Sockel, den werde ich abmachen. Und dann habe ich zumindest schon mal so einen Sockel. Oder ja, so einen Sockel. Und dann kann ich damit schon mal ein bisschen was arbeiten. Und ja. Sehr ärgerlich. Dann auch letztens gesehen ein Video, wo einer Röhren selber macht. Auch komplett mit Glas selber macht. Aber ich werde jetzt hier nicht anfangen, ganz gewiss nicht. Und hier noch eine Glasbläserei aufbauen. Obwohl ich tatsächlich unter Umständen auf einen Glasbläser Zugriff hätte. Fällt mir gerade ein. Wäre vielleicht eine Frage wert, was der dafür nehmen würde. Dann ist mir noch aufgefallen beim Schneiden des letzten Videos, dass ich zwar ja hier. Moment. Genau. So ist es besser. Hier die Mutter wieder dran gemacht habe und auch die Mutter etwas angezogen habe. Aber völlig übersehen, weil man richtet, wenn man so ein Video dreht, seinen Fokus dann tatsächlich auf das Video unter Umständen. Na komm. Sag mal. Ja. Ja, doch, ist doch fester. Ich habe gedacht, ne, aber das ist nur, wackelt nur, ja. Ja, dann drückt mir mal die Daumen. Ich würde jetzt mal das Messinstrument checken, ob das irgendwie mir verrät, ob es defekt ist oder nicht. Das wäre wirklich sehr, sehr ärgerlich. Deswegen muss ich euch jetzt mal eben kurz in Pause senden. Denn die Unmutsäußerung wollt ihr nicht mitbekommen. Es scheint so, als hätte ich Glück gehabt. Weil 35 Ohm ist zumindest kein Kurzschluss und es ist auch nicht offen. Aber 35 Ohm für dieses Messinstrument finde ich auch ein bisschen seltsam. Nun ja, dann muss ich mich doch noch weiter auf andere Probleme begeben oder auf die Suche nach anderen Problemen begeben, weil irgendwo ist da der Wurm drin tatsächlich. Ich weiß allerdings nicht, warum ich, wie gesagt, halt diese Röhre nicht dazu gebracht habe, mir den Anzeigewert von 18 mA nochmal zu geben. Vielleicht habe ich auch die Röhre kaputt gemacht. Das wäre auch sehr ärgerlich. Nun ja. Für das Röhrtest nachzubauen. Ja, natürlich ist es ein finanzieller Aufwand. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist eine Arbeit von mehreren Wochen oder Monaten. Das wäre zwar schön, weil ich habe auch etliche Röhren, die ich so gar nicht, wo die Beschriftung abgewischt ist oder weg ist und ich die gar nicht zuordnen kann. Dafür wäre so ein Röhrtest natürlich genial. Aber ich habe es nicht. Von dem her muss ich mir halt irgendwie anders behelfen, erstmal. Ja, vielleicht, wenn ich in Rente bin, dann könnte so ein Röhrtest nochmal in Angriff genommen werden. Oder vielleicht kauft einer bis dahin eines. Letztens war eins drinne für, ich glaube, 1200 Euro. Das ist mir dann doch eine Nummer zu heftig. Da hat man, glaube ich, Verständnis für, oder? Ja. Todesmutig, wie ich bin, habe ich jetzt diese Röhre nochmal eingesetzt. Gebe ihr
Not Halsspannungsschalter 4 Volt Halsspannung. Lass das Messinstrument mal auf 60 mA. Das ist aus System 1. Hier ist noch nichts. Röhrenmessung ist eingeschaltet. Vakuumprüfung aus. Kathodenprüfung auch aus. Es wird nichts warm. Der Zeiger hat gezuckt. Und das war's auch. Ist jetzt natürlich falsch, weil 6 mA. Da. Und da ist dann der Grund, warum ich sage, da ist irgendwas im Argen. Entweder hat die Röhre tatsächlich einen Knall. Jetzt ist sie warm. Okay. Aber sie sollte dann auch eine Anzeige bringen, weil, wie gesagt, ich habe sie stabil gesehen, tatsächlich bei 18 mA. Und danach ging nichts mehr. Tut sich minimal was. Kann natürlich sein, dass sie tatsächlich so schlecht ist. Will ich ja nicht behaupten, dass das nicht so ist. Deswegen will ich da erstmal externe Messgeräte dran anschließen, um zu gucken, was denn da jetzt tatsächlich passiert. Auf den externen Messinstrumenten schauen, ob die Spannungen tatsächlich so sind, wie sie sein sollen. Oder was denn da los ist. Ja, das habe ich jetzt. 2 Volt, 2,5, 4. Ja, doch. Warm werden ist da. Was ich natürlich auch mal versuchen könnte, ist, was das Messinstrument mir anzeigt, wenn ich hier eine Spannungsmessung oder eine Widerstandsmessung mache. Das wäre noch eine Variante. Ja. Da, gesehen. Was war das jetzt? Da. Nimm mal die Hände davon, um da keine Bewegung reinzubringen. Aber ich glaube, man hat es gesehen gerade eben. Dass da irgendwas nicht so ist, wie es sein soll. Ach, da. Ui, ui, ui. Schnell aus. Gesehen? So, was ist das? Findest. Jetzt ist die Röhre auch gut warm. Ich gehe mal mit der Anodenspannung runter, schalte das Gerät wieder ein. Halsspannung ist ja gleich geblieben. Gehe auf 60 mA wieder. Das war sehr wahrscheinlich gerade der Grund. Gehe jetzt mal so, man sieht's, ne? Das mal was größer.
Ich habe meine Hände nicht dran. Jetzt aber wieder. Wir sind jetzt beim Anodenstrom von Anodenspannung von 200 Volt, 205, 250. Und ich lasse die Finger davon. Wir sind bei 15,8 Milliampere. Soll ich jetzt noch was warten? Aber dass der Zeiger dabei so ruckelt, das finde ich halt nicht wirklich normal. Nun ja, dementsprechend ist die Röhre zumindest nicht defekt. Das Messinstrument ist auch nicht defekt. Jetzt muss man halt nur schauen, woher kommt das, dass das so ruckelt. Vakuum scheint in Ordnung zu sein. Schirmgitter und sowas. Das ist übrigens, glaube ich, ja, wenn man den. Ich habe jetzt hier die Schirmgitterspannung. Die Röhre hat ja kein Schirmgitter, soweit ich weiß. Ne, würde ich, glaube ich, mal so behaupten. Aber wenn man den Schalter dreht, den Drehschalter, das ist das, was ich meinte, dass da ein Fehler im System, also nicht im System, sondern in der Entwicklung ist, dann wird das vorübergehend kurz geschlossen. Und das ist dann dieser Zeigerausschlag, den man da sieht. Natürlich hat es ansonsten keinen Einfluss auf den Strom, der da fließt. Denn, wie gesagt, Schirmgitter gibt es da nicht. Genauso wenig. Ja, ist halt alles sehr unruhig. Mit Klopfen kann man es nicht provozieren. Das ist jetzt der Systemumschalter hier. Ich schalte von System 1 auf 2 und man sieht, das zweite System ist besser als das erste. Wenn man dann dieser Anzeige so Glauben schenken darf. Ja, wie gesagt, die Birne hier oben, das ist keine Birne. Das leuchtet die. Glimmlampe hier oben ist defekt. Ne, da, sie geht. Sie geht. Aber die ist halt relativ schwarz. Keine Ahnung, was mit der passiert ist, mit der armen. Sie ist relativ schwarz. Hier auch noch irgendwo ein Wackler. Das ist nämlich so eine, wo ich jetzt dran gegangen bin. Dieses Birnchen hier, dieses grüne, ist eigentlich kein Birnchen, sondern das ist eine quasi Sicherung, um das Instrument zu schützen. So verstehe ich das. Die scheint in Ordnung zu sein. Der Plan wäre der, wenn da irgendwas nicht so richtig ist, dann soll die durchbrennen, bevor das Gerät durchbrennt. Und wenn man es halt rausschraubt, ja, durchgebrannt, nicht durchgebrannt. So, 16,2. Moment mal, von oben gucken. Ja, 16. Das andere System 15, irgendwas. Ja. Aber warum hat der Zeiger jetzt vorhin so
gezuckt zwischendurch. Entweder die Röhre ist dann doch nicht so hundertprozentig oder nun ja. Auf jeden Fall meine Sorge, dass das Instrument kaputt ist, hat sich dann Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Die Glimmlampe funktioniert auch wieder. Da bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass sie, weil die ist so schwarz, da bin ich davon ausgegangen, dass sie halt defekt ist. Aber dem ist dann anscheinend nicht so. Gut, dann belassen wir es heute mal dabei. Es gibt genügend andere Baustellen, in Anführungszeichen, um die ich mich kümmern kann. Gott sei Dank nicht muss, weil ich kriege nämlich kein Geld dafür. Das mache ich rein aus Spaß an der Freude. Gut, dann wünsche ich mal noch einen schönen Tag. Ciao.